Wir können Ihnen eine Einigung vorstellen. Bevor ich allerdings auf die zentralen Punkte, die die Einigung ermöglicht haben, zu sprechen komme, vielleicht noch ein kurzer Blick zurück. Denn der Bezugspunkt ist ja die Schlichtung gewesen, die Schlichtungsempfehlung und die Kritik, die es an dieser Schlichtungsempfehlung insbesondere in der Mitgliedschaft aller beteiligten Gewerkschaften gegeben hat. Diese Kritikpunkte an der Schlichtung bezogen sich im Wesentlichen auf die sehr ungleichen Verteilungseffekte der Schlichtungsempfehlung im Bereich der Erzieherin, am Kita-Bereich, wo wir eine Spreizung hatten zwischen 33 und 160 Euro, auf die unbefriedigende Behandlung des sozialarbeiterischen Bereichs, insbesondere auf die Tatsache, dass in den Erfahrungsstufen 1 bis 5 im allgemeinen Sozialdienst keinerlei Erhöhung vorgesehen war seitens der Schlichter. Drittens auf die Tatsache, dass eine obligatorische Anerkennung von Vorzeiten nicht vorgesehen war, also Vorzeiten, die bei anderen Arbeitgebern im sozialen Erziehungsdienst zurückgelegt worden sind, und auf die fünfjährige Laufzeit des Tarifvertrages. Hinzu kam, dass die Arbeitgeberseite nicht bereit gewesen ist, Veränderungen an der Schlichtungsempfehlung vorzunehmen, sondern sich auf den Standpunkt gestellt hatte, dass das Ergebnis der Schlichtung 1:1 zu übernehmen ist oder gar nicht. Wir haben uns im August bereits darauf verständigt, die Gespräche fortzusetzen und den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. In diesem Kontext haben die Verhandlungen gestanden, die in den letzten 2,5 Tagen hier in Hannover stattgefunden haben. Im Ergebnis dieser Verhandlungen können wir entscheidende Veränderungen gegenüber der Schlichtungsempfehlung feststellen. Im Bereich der Erzieherinnen eine deutlich gleichmäßigere Erhöhung in den Entgeltgruppen. Dort, wo die Masse der Erzieherinnen zugeordnet ist, in der alten S6, in der neuen 8a, tarifterminologisch, statt einer Spreizung zwischen 33 und 160 Euro plus nun deutliche Anhebungen, auch in den ersten Beschäftigungsjahren und damit für junge Kolleginnen und Kollegen, für Berufsanfängerinnen, ist das Berufsfeld insoweit attraktiver gestaltbar und gestaltet worden. Wir haben es da zum Teil mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Erhöhungsbeträge zu tun. Im Bereich der Erzieherinnen mit besonders schwieriger Tätigkeit haben wir nun durchgängig Erhöhungen um 100 Euro, zwischen 98 und 132 Euro und in einer Reihe von Erfahrungsstufen nahezu eine Verdoppelung der Anhebung. Im sozialarbeiterischen Bereich deutliche Erhöhungen nun im allgemeinen Sozialdienst, wo, wie gesagt, die ersten 5 von 6 Erfahrungsstufen komplett leer ausgehen sollten nach der Schlichtung, haben wir nun Anhebungen in der Regel von 80 Euro monatlich plus, wobei wir bedauern, auch daraus will ich keinen Hehl machen an dieser Stelle, dass es nicht möglich gewesen ist, für die Sozialarbeiterinnen außerhalb des allgemeinen Sozialdienstes mehr als in der Schlichtung empfohlen zu erreichen. Beibehalten worden sind die Verbesserungen im Leitungskräftebereich und in der Kinderpflege. Und da haben wir im Leitungskräftebereich bei den kleinen Einrichtungen deutliche Verbesserungen gegenüber dem Ausgangspunkt dieser Tarifrunde Anfang des Jahres, Sprünge von rund 300 Euro plus. Ansonsten Sprünge von zum Teil mehreren 100 Euro. In der Spitze bei den Kita-Leitungen und Einrichtungen mit weniger als 40 Plätzen in einer Stufe 615 Euro plus. Das ist positiv. Bezüglich der Laufzeit des Tarifvertrages bleibt es bei 5 Jahren Laufzeit. Allerdings konnte vereinbart werden, dass bereits 2019 die Erörterung über die Weiterentwicklung des Tarifvertrages aufgenommen wird und eine gemeinsame Evaluation der mit dem Tarifvertrag bis dahin gemachten Erfahrungen erfolgt. Nicht erreicht werden konnte die obligatorische Anrechnung von Vorzeiten, die bei anderen Arbeitgebern zurückgelegt worden sind, in gleicher Tätigkeit. Das ist bedauerlich. Hingegen wurde erreicht, dass Beschäftigte, die bisher noch
in der Vergütungsordnung des TVÖD verblieben waren, nun nach den Verbesserungen im Tarifvertrag auf eigenen Wunsch in die Vergütungsordnung des sozialen Erziehungsdienstes wechseln und damit die Vorteile des Tarifvertrages nutzen können. Insgesamt bringen die neuen Regeln für das Gros der Beschäftigten Verbesserungen. Ein Durchbruch ist möglich geworden, weil die Arbeitgeber anders als noch im August zu einer deutlichen Verbesserung bzw. deutlichen Veränderung der Schlichtungsempfehlung bereit gewesen sind, einer Veränderung, die Verbesserung für viele Beschäftigte im sozialen Erziehungsdienst bringt. Deutliche Veränderung gegenüber der Schlichtungsempfehlung.